waren weltweit bestimmend für die Stahlherstellung. Die ersten Öfen in Brandenburg hatten eine Abstichmasse von 40 Tonnen. Die letzten Öfen konnten bis 180 Tonnen Stahl pro Charge schmelzen. Trotz dieser gewaltigen Entwicklung konnte das Siemens-Martin-Verfahren der Konkurrenz gegenüber den neuen Stahlherstellungsverfahren nicht standhalten. Zu hoher Energieverbrauch. 4000 Liter Heizöl in einer Stunde für einen Ofen und zu lange Schmelzzeiten bedeuteten Anfang der 80er Jahre das Aus für die Stahlherstellung mit dem Siemens-Martin-Verfahren.